Das war der erste Witz. Tag, Uni-Menschen. Ich freue mich, dass ihr hier seid an diesem Herbst. Ist Herbst, ne? Jetzt ist Herbst? Ist Herbst? Ich weiß nicht mehr. Das war bei mir, als Corona anfing, habe ich irgendwie das Zeitgefühl verloren. Erstmal wusste ich nicht, welche Tageszeit ist. Da wusste ich nicht, welcher Wochentag ist. Da wusste ich nicht mehr, welcher Monat ist. Irgendwann Jahreszeit. Ich habe immer nur gemerkt, April, Mai. Immer wenn ich da auf Toilette gegangen bin, wusste ich, ist Spargelzeit. Das, ja, können wir ein bisschen mehr Spargel essen. Ungünstiges Licht in Münster. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn der Bauch länger wackelt, als man sich selbst bewegt. Das ist bei mir mittlerweile so, wenn ich zu Hause mit dem Rücken zum Router stehe, habe ich vorne kein WLAN mehr. Da, ja, meine Frau leidet auch unter meiner Fettleibigkeit. Psychisch. Auch physisch, ne? Also wirklich unter. Ja, ich hänge auf der mittlerweile wie ein Grizzly auf so einer Antilope. Kennt ihr den Film The Revenant? Die Szene mit dem Grizzly, das, so läuft das bei uns im Bett mittlerweile. So. Erlegt. Man wird aber auch immer darauf hingewiesen, ne? Wenn man zugenommen hat, wird man darauf hingewiesen. Ich habe so ein Nightwatch-Video online bei YouTube. Und da ist ein Kommentar drunter. Das ist der erste und meistgelikte Kommentar. Sein Gesicht passt überhaupt nicht zu seinem Körper. Und ich habe gedacht, das stimmt. Ich muss was tun. Ich muss was tun, dass mein Gesicht fetter wird. Wisst ihr, wer auch fetter geworden ist? Mein DHL-Bote, weil der keine Treppen mehr gehen muss. Ja, der darf unten ablegen, wegen Distanz. Findet er gut. Aber nicht mal das macht er, selbst dafür ist er zu faul. Wisst ihr, was der macht? Ich habe so eine kleine Videogegensprecherlage, ich sehe den, der hört mich auch. Ich sage so, ich bin da, aber der macht immer nur, der schreibt ein paar Kringel auf so einen gelben Zettel, dann schmeißt er das in den Türschlitz und dann rennt der zurück zu seinem Wagen. Dreimal hat er das gemacht. Beim letzten Mal bin ich hinterhergerannt auf dem Balkon. Ich so, ja, DHL, der Hurensohn läuft. Ich wollte mich an dem Rechner mal erwischen. Der ist immer schneller als ich. Aber Leute, es ist Folgendes passiert. Ich habe ihn neulich erwischt. Nicht bei uns zu Hause, sondern bei uns im Rewe. Da stand der vor mir an der Kasse. Das war so ein bisschen irritierend. So wie früher, wenn man so einen Lehrer in der Stadt gesehen hat. Das war so, Da stand er da und hat sich so einen Red Bull gekauft. Und da habe ich gedacht, so Freundchen, dich kaufe ich mir. Wenn wir nachher hier draußen sind, erzähle ich dir was. Aber ich musste es gar nicht machen, weil es ist Folgendes passiert. Das ist kein Scheiß. Der hat diesen Red Bull auf dieses Band gelegt. Und die Kassiererin hat ihn so genommen, durchgescannt. Und die saß Rücken an Rücken zu einer anderen Kassiererin. Hat der den Red Bull gegeben, guckte den an und meinte, können Sie beim Nachbarn abholen. Das fand ich geil. Das hat mir gefallen. Ihr lacht schön. Ist ja nicht immer so, ne? Manchmal ist es schwer als Comedian, ne? Gerade so, wenn du der Erste bist, kommst du manchmal so hoch. Da hast du einen Königssitze, ne? Direkt so. So eine Mischung aus König und Wellensittich, ne? Spiele auf, du Narr. Mir ist nach Kurzweil. Ich hatte meinen, der das durchgezogen hat. Am Schluss hat er mir Minusapplaus gegeben. Saß er da so. Ich habe mich gefragt, ob der sich auch, wenn der ein Porno scheiße findet, nach innen einen runterholt. Ne? Ihr lacht schön. Unterschiedlich. Ich habe neulich eine Publikum, die hat gelacht wie ein Auto, was nicht angeht. So jetzt. Es ist wirklich, es ist bei mir in der Familie auch meine Mutter, die kriegt es seit Jahren nicht geschissen, vorwärts zu lachen. Meine Mutter lacht immer nach hinten, immer so. Die hat auch, am Telefon hat die so eine Angewohnheit, da wiederholt die manchmal die Worte nochmal so wichtig nach hinten. Also, ja, ich weiß, ja. Nee, hat er nicht, nee, nein. Ja, mach's gut, ja, tschüss. Leute sagen komisch Tschüss am Telefon, ne? Mein Opa auch, mein Opa sagt gar nicht Tschüss, der legt immer einfach auf. Meint er gar nicht böse, aber ist immer so, ja, jo, alles klar, mach mal, ja, jo, alles klar, jo, wunderbar, alles klar, puff. Auch beim Smartphone legt er so auf, ne? So, das ist nicht seine Welt. Smartphone ist, am Anfang ging das noch. Habe ich ihm so ein bisschen erklärt auch. Ne, so als die ersten Handys rausgekommen sind, SMS schreiben und so, hat er sich auch so ein bisschen cool angepasst. Hat er mal gesagt, so, ich habe dir eine Simse geschickt. Muss mal gucken, ich habe dir eine Simse geschickt. Hat auch nochmal angerufen und gesagt, ne, ich habe dir eine Simse geschickt. Muss mal. Jetzt habe ich ihm WhatsApp erklärt. Das Problem ist, jetzt sagt er mal, ich habe dir eine Wotze geschickt. Das ist so. Hast du ein Bildchen bekommen? Was für ein Bildchen? Die Wotze von der Oma. Da musst du mal öffnen. Nee, öffne ich nicht auf.
Du guck doch mal rein. Hör, lass. Das mit den Bildchen ist nicht sein Ding. Ich habe ihm neulich ein Foto bei WhatsApp geschickt und dann hat er mir das gleiche Foto einfach wieder zurückgeschickt. Und ich habe so gefragt, so, warum schickst du mir das zurück? Ja, ich dachte, du brauchst das noch. Ja, praktisch. Dann kann ich es ja jetzt noch gebrauchen. Sprachnachrichten hat er auch für sich entdeckt. Ich liebe Sprachnachrichten, wenn man es kann. Vom Opa ist es immer dieselbe. Ich weiß, wenn Opa eine Sprachnachricht schickt, ist immer dieselbe. Es ist immer die. Dumm. Was muss ich jetzt drücken? Wer benutzt WhatsApp-Sprachnachrichten? So. Kurz Hände oben lassen. Wer hört sich die eigene Sprachnachricht noch einmal an? Ist ein bisschen wie nach dem Kacke nochmal ins Klo gucken, ne? So, ah ja. Nee, das ist schön, das kann so raus. So, meine Familie, ein paar Worte zu mir. Jan van Weyde ist mein Name, ich komme aus Köln. Ich hatte viel Zeit. Ich habe viel auf dem Sofa verbracht, Zeit viel geguckt. Und mich haben viele Sachen erschrocken während dieser Pandemie. Aber das meiste, was mich am meisten erschrocken hat, war, ich habe festgestellt, das wusste ich vorher nicht, es gibt eine neue Biene Maya. Ich gucke gerne manchmal Kinderserien. Eine neue, eine 3D-animierte Biene Maya. Die ist sehr viel schlanker als die alte. Glatte Haut, ne? Obwohl das eine Biene ist, hat die eine Wespenteile. Das ist irgendwie, habe ich gesagt, mal reingeguckt, da habe ich aufgehört, weil den Titelsong singt Helene Fischer. Und ich dachte, was ist da los? Ich will das nicht, ich will die normale sehen. Und dann habe ich, weil ich Bock drauf hatte, habe ich bei YouTube eingegeben, einfach mal alte Kinderserien. So, weil ich dachte, was wir früher geguckt haben, das war ja normal. War es nicht. Alter, was wir uns reingezogen haben, das erste, was ich gefunden habe, war Pingu. Kennt ihr noch Pingu? Diesen kleinen Knetpinguin, der den ganzen Tag nur so rumgelaufen ist und so geredet hat. Als Kind saß ich mal da so, ja, finde ich auch. Auf jeden Fall, ja, ja, ja. Aber ich habe das gehört, also, was ist das? Was ist das? Französisch? Knetisch? Was redet es? Klang ein bisschen wie James Blunt. You're beautiful. Und da ich dachte, nee, komm, ey, was hab ich gerne geguckt? Hab ich gesagt, Sesamstraße, komm, hier, back to the roots, damit kannst du nichts falsch machen, Sesamstraße, so. Und da habe ich einen Clip gefunden, das hatte ich vergessen. Ich wundere mich, dass wir nicht kollabiert sind früher vom Fernseher. Da erklärt ein kleines, blaues, zotteliges, vollkommen ADHS-gestörtes Monster namens Grobi einem anderen Püppchen den Unterschied zwischen hier und dort. Aber wie? Hallo Kinder! Heute erkläre ich euch den Unterschied zwischen hier und dort. Jetzt bin ich hier! Jetzt bin ich hier! Nein, Grobi, bist du dort? Stimmt! Nein, Grobis, bist du hier? Stimmt. 10 Minuten. Zehn Minuten. Und das Schlimmste ist, ich weiß immer noch nicht den Unterschied zwischen hier und dort. Und dann habe ich was gefunden. Ich will nicht sagen, dass ich es vergessen habe. Ich habe es verdrängt. Ich nenne es mal liebevoll die Waldorf-Variante von The Walking Dead. Die Augsburger Puppenkiste. Das war, was war das? Die Püppchen, die den ganzen Tag, es gab keine Handlung, die haben den ganzen Tag nur das gemacht. Und dann habe ich gesagt, es muss doch irgendwas passieren. Irgendwas muss doch jetzt mal passieren. Und dann ist was passiert. Das war das Allergeilste, wenn die sich hingesetzt haben. Das war mein persönliches Highlight. Das war ein richtiger Prozess. Das war auch Hauptinhalt der Folge. Das war so. Ein Hocker, ein Hocker. Ich möchte mich hinsetzen. Also setze ich mich auf diesen Hocker. Ich sollte abnehmen. Ja.
Eigentlich war der Gag, dass der Stuhl zusammenbricht, aber ich bin offenbar zu dünn. Ich klinge immer noch wie Grobi, ich bin außer Atem. Ich muss meine Stimme ein bisschen schonen. Ich brauche sie, ich arbeite mit ihr, ich arbeite als Synchronsprecher noch. Davon wollte ich euch noch ein bisschen erzählen. Weil das was ganz Seltsames ist. Synchronsprechen in Deutschland. Ich weiß nicht, was da los ist, aber es klingt nie normal. Bitte achtet darauf. Bestes Beispiel, finde ich, ist Jamie Oliver, der Fernsehkoch aus England. Habt ihr mal eine Sendung von dem gesehen auf Deutsch? Wie der redet, der steht ja nicht normal da. Der sagt ja nicht so, hallo Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Jetzt kochen wir mal was Schönes zusammen. Bei dem klingt das immer so. Hey Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch mein pfiffiges Rezept, okay? Wir machen Bratwurst mit Senf, alles klar, cool. Alles, was wir dafür brauchen, ist so eine Art Bratwurst. Wir brutzeln sie ein wenig an, okay? Aber nicht zu sehr, sonst brennt sie nachher an und das wollen wir nicht, okay? Dann sitzt, ja. Man sitzt da so davor und denkt so, what the fuck? Beziehungsweise, wow, was der Fick? Keiner redet so. Kein Mensch. Aber wie geil wäre das, wenn wir das machen würden? Wenn ich so reden würde, wenn ich so mit meiner Frau im Alltag rede, wie geil wäre das? Hey, Schatz, ich wollte eigentlich noch mal zum Rewe fahren, aber ich kann den Autoschlüssel nicht finden. Wow. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt, was ich. Weißt du was? Ich werde einfach das Fahrrad nehmen. Okay, cool. Naja, du weißt schon, wie auch immer. Okay, cool. Ach so, und falls mein Dad anruft, während ich weg bin, dann sag ihm, dass ich ihn verdammt lieb hab. Okay, alles klar. Ja, es ist. Was ist das? Die sagen auch immer die gleichen Sachen, ne? Immer so Polizisten. Gibt immer zwei Polizisten. Der eine sagt immer sowas wie, bitte beruhigen Sie sich, Ma'am. Setzen Sie sich wieder hin, wir werden Ihren Mann schon finden, okay? Und dann gibt es den anderen, der sitzt immer zu nah am Bildschirm, am Rechner. Und dann kommt irgendwann immer die Stelle. Hey Chief, ich denke, das hier sollten Sie sich mal ansehen. Ha? Man sagt immer das Gleiche, es ist so eine ganz eigene Sprache. Das ist aber auch in der Werbung, ist es auch so. In der Werbung sagen die auch nicht einfach, was Sache ist. Weiß ich nicht, für so einen Schokoriegel oder so. Die sagen dann nicht einfach so, guck mal hier, Snickers. Ist lecker. Und ja, deswegen Kauf. Nee, bei Schokolade wird es erotisch und keiner weiß warum. Es ist immer so, oh ja, oh ja. Wenn knackiger Keks und flüssige Schokolade dich in Ekstase versetzen und brr, brr, dann kann das nur was Neues von Balsen sein. Oh, oh Gott, ja. Bitte balz mir ein. Das klingt ja wirklich immer so, als ob die sich den Riegel sonst wo reinschieben, aber nicht in den Mund. Das ist so, was macht ihr da? Das ist. Und ich liebe auch, was ich liebe. Habt ihr ein Kino in Münster, was wieder auf hat? So, geht dahin. Was allerbesten im Kino ist, lokale Kinowerbung. Wo so ortsansässige Geschäfte so einen Spot schalten dürfen. Und man sitzt da und sieht das und weiß so, ah, ihr hattet kein Budget. Ne? Das ist ja oft nur so ein abfotografiertes Schaufenster von so einem Schuhladen. Ne? Da siehst du noch so in der Reflexion den Fotografen, so richtig dreckig. Ne? So. Dann kommt das so ins Bild und dann kommt immer so eine Stimme. Oh, hallo. Möchten auch Sie mal wieder einen flotten Schritt tun? Dann kaufen Sie Schuhe bei Schuhe Schröder. 200 Meter neben der Grundschule. Gleich hier bei uns auf der Hauptstraße. Schuhe Schröder, kaufen Sie bei uns Schuhe. Denn wir haben Schuhe. Wo keiner im Kino aufsteht. Mein Gott, der Mann hat recht. Ich kaufe mir Schuhe. Bei Schuhe Schröder. Ja, die Amis machen es besser. Deswegen kaufen wir manchmal auch bei den Amerikanern Spots. Ne? So, weiß ich nicht, so L'Oreal oder so mit Andy McDowell. Und dann synchronisieren wir das. Das ist ja oft nur ein Satz. Aber das kriegen wir nicht hin. Es sieht immer scheiße aus. Andy McDowell dreht sich da immer so in Zeitlupe am Ende in die Kamera und sagt dann diesen Slogan. Aber wie das aussieht, ist immer so, weil ich es mir wert bin. Und ich denke immer, irgendeiner hat es ja abgesegnet. Also irgendeiner hat ja da gestanden und gedacht, perfekt. Das ist brillant, das ist wow. Nein, brauchen wir nicht neu machen, nein. Ich weiß, dass es nur eine Minute dauern wird. Na, Feierabend, komm, geh.
Und dann gibt es diesen einen Sprecher, da traf ich auch nicht, was der da im Tonstudio macht. Was kriegt der für Regieanweisungen, wenn der da sitzt? So, pass auf, ich hab's. Sag's doch mal so, als ob du mit hartem Stuhl auf dem Klo sitzt. Darf ich für den mal ein bisschen Musik haben, bitte? Der Mensch strebt nach Wissen. Das Auto strebt nach Innovation. Erst, wenn es ein Lenkrad und 4 Räder hat, erst dann ist es das Auto. Vielen Dank, Münster. Es war fantastisch für euch. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Vielen, vielen Dank.